So, also Test. Funktioniert. Gut. Also jetzt noch die letzte Frage, was passiert, wenn die Inner Function, oder besser gesagt die Closure zur Inner Function, wenn die im Grunde genommen die Lebenszeit ihrer äußeren Function überlebt, also längere Lifetime hat. Erstmal, wie kann das passieren überhaupt? Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie das überhaupt passieren kann. Und das ist wichtig, dass man sich die alle aufmalt oder durchdenkt, in welchen Situationen kann sowas überhaupt passieren. Das kann passieren, wenn der das returnt. Also sprich, wenn eine Funktion, wenn eine Closure zurückgeliefert wird als Return Value von einer Funktion und die Closure hat den BP von der, die gerade returnen will. Dann kann das passieren. Oder entlang der Kette erreichbar ist. Oder der zweite Fall ist der, wenn ich so eine Closure speichere, also wenn ich hier ein Set hätte und ich hätte da angenommen, ich hätte da draußen nur nochmal eine Verschachtelung, ich hätte hier ein DefX, Sie erinnern sich an unsere OO-Objekte, die wir am Anfang gemacht haben, wo wir eine Closure missbraucht haben, um OO, um Objekte zu simulieren. Da hatten wir ja hier auch irgendwie Variablen gehabt, A, B, und wir könnten hier theoretisch sagen, Set A, na A darf ich es jetzt mal nicht nennen, nennen wir es mal X, damit X ganz weit außen ist. Wenn ich hier sagen würde, Set X, diese Closure, dann würde ich quasi hier innen drin eine Referenz auf diese Closure mit der Referenz auf den inneren BP eins weiter außen speichern und dann könnte ich auch nil return oder sonst irgendwas, aber ich hätte das dann da draußen schon nach außen exponiert im Prinzip. Das heißt, und die dritte Möglichkeit ist natürlich ganz trivial, wenn ich sie in eine globale speichere, also wenn ich sage set oder define irgendeine globale Variable, also ganz weit außen und setze die Closure da rein. Das wäre unser Make-Adder-Beispiel. Unser Make-Adder-Beispiel setzt sie in eine globale Variable, add 10 zum Beispiel, wenn ich dann jetzt hier sage, das war der falsche Fokus, Ctrl-Z, wo bin ich, Ctrl-Z, wenn ich hier außen sage, wenn ich jetzt sage, define add 10 als make adder von 10, dann, da habe ich sogar zwei Fälle, da, zum einen kommt es als Return-Wert erstmal hier raus, die innere Closure, und dann wird sie auch noch in eine globale Variable reingesetzt, also ich könnte aber natürlich innen drin auch sagen, set add 10 als die Closure. Sprich, die drei Möglichkeiten habe ich. Also entweder ich speichere es in eine Outer Scope Variable rein, so eine Closure, oder ich speichere es in eine globale rein, oder ich gebe es als Return-Wert zurück. Die drei Möglichkeiten habe ich. Und an den Fällen muss ich auch aufpassen. Das heißt, an die Fälle brauche ich jetzt eine sogenannte Write-Barriere. Write-Barriere ist immer einer, der bei Writes guckt, ob irgendwas wohin geschrieben wird, auf das ich besonders achten muss. Und die habe ich jetzt nur eingebaut. Das heißt, ich habe in den Code zum Beispiel hier Store Outer, habe ich eingebaut, if das, was ich speichere, ist eine Closure ist, dann rufe ich hier die Write-Barriere for Closure auf. Und da gibt es drei Fälle oder vier Fälle, in dem Fall nur drei oder vier. Da ist der nächste Store Outer natürlich, wenn ich es rausspeichere. Da guckt er. Und hier sind es zwei Argumente, warum. Arg 1, Arg 2. Achso, beim Cons? Ja klar, ich kann natürlich auch ein Cons erzeugen. Das ist noch eine interessante. Ich kann natürlich ein neues Objekt erzeugen und da die Closure reinschreiben und das neue Objekt dann zurückgeben. Als Return-Wert, also ein Cons. Wobei das hier, wir gehen gleich weiter drauf. Also das heißt, dann muss ich aufpassen. Und was gibt es hier noch? Dann gibt es hier noch den Fall Store Global, habe ich schon angesprochen. Da muss die Write-Barriere auch hin. Und das war's. Und dann noch beim Return. Moment, da muss ich hier irgendwann mal auch landen. Wo bin ich jetzt hier? Store Outer und hier bin ich wahrscheinlich beim Redwall. Genau, das ist der Return. Da habe ich ja vorher gesagt, da muss er auch gucken, wenn der Return Value eine Closure ist, dann muss ich auch aufpassen. Und dieses Write-Barriere for Closure rufe ich immer dann auf, wenn ich eine Closure irgendwo hinschreibe, zunächst einmal. Und jetzt gucken wir mal weiter, was macht er dann? Und da habe ich noch einen Fall gehabt. Das ist beim Tail Call. Ah ja, das muss ich noch. Beim Tail Call ist es ja auch so, wenn das Argument, das rausgeht, sprich, wenn ich hier was aufrufe und ein Argument wird 1, dann kann ich auch das, dann muss ich aufpassen, dann ist das auch im Prinzip wie eine Exponierung. So, und was macht Write-Barriere for Closure? Nun, hier zunächst einmal guckt er, hat die Closure als Home mein aktuelles BP?
Wenn nicht, dann brauche ich mich nicht drum kümmern, weil dann kümmert sich nachher der, wenn dann tatsächlich die andere Funktion. Dann bin ich jetzt hier noch eins tiefer und es geht gar nicht um die aktuelle, sondern es geht um eine andere Funktion. Das ist also kein Thema. Die Idee ist die, dass wenn dann eine nach der anderen Return macht, dass sich jeder dann wieder drum kümmert und irgendeiner räumt dann auf. Aber hier brauche ich mich nicht drum kümmern. Und jetzt kommt hier dieses Referenced Flag ins Spiel, das ich da vorher mal dieses Ref hier drin von dem aktuellen Frame, da steht jetzt am Anfang ja 0 drin. Und ich habe vorher Anspruch, ich hätte bei Make Closure das Ding schon auf 1 setzen können. Das ist meine Optimierung, dass ich das mit der Write-Barriere erst delayed mache, erst wenn es tatsächlich exponiert wird. Solange das Ding da innen drin bleibt, brauche ich mich gar nicht drum kümmern, da kann nichts passieren. Aber wenn es exponiert wurde und ich will hier den Return machen, dann muss ich jetzt hier Folgendes machen, dann setze ich hier gucke ich erstmal, ob das Flag schon gesetzt war. Wenn es schon gesetzt ist, dann habe ich mich ja schon drum gekümmert. Hier, Mark Frame as Referenced, das setzt dieses Ding auf 1, sagt, ich bin referenziert, Achtung. Und außerdem, und das ist wichtig, hält er sich eine Liste von Closures, die potenziell Referenzen oder die Referenzen auf solche Dinge haben, nicht potenziell, sondern er hält hier eine Linked List von allen Closures, muss keine Linked List sein, es kann auch irgendeine Collection sein, also hier, das Ding wird quasi, kommt in so eine Remembered List, ähnlich wie beim Garbage Collector wäre das eine Remembered List von allen Closures, die auf Stackframes noch Referenzen haben. Also die zwei Dinge. Und er markiert das Frame als referenziert. Und hier geht er sogar noch weiter, hier sagt er dann gleich, er geht auch noch die Home-Kette hoch, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hier brauche. Muss ich nochmal durchüberlegen, aber zur Sicherheit geht er hier die Home-Kette hoch und markiert die auch alle. Natürlich, weil, doch muss er machen, weil die Closure wurde jetzt quasi rausexponiert und jemand anders kann die später aufrufen. Das heißt, alles, was über die Closure an Basepointer, an Frames erreichbar ist, ist jetzt potenziell gefährdet. Und jedes von diesen Frames muss aufpassen, wenn es returnt, dass es eine Aktion macht. Und über diese Home-Kette kann ich natürlich auch alle möglichen anderen Frames noch erreichen, die alle über die verschachtelte Home-Kette erreichbar sind. Deswegen geht er hier drüber und markiert die auch alle als referenziert. Das heißt, jedes von denen kriegt quasi dieses Tag-Bit gesetzt. So, das wäre das Erste, was er macht. Das heißt, zunächst einmal eigentlich gar nicht viel. Immer wenn eine Closure also irgendwo hingeschrieben wird, merkt er sich, dass die Frames, die Home-Frames von der Closure irgendwo noch referenziert sind, indem er das Bit setzt. Zu dem Zeitpunkt ist ja noch nichts passiert. Das Frame ist ja noch auf dem Stack und kann noch adressiert werden. Kritisch wird es erst, wenn dieses Frame returnen will und den Stack aufräumen will. Dann wird es kritisch. Das heißt, jetzt als Nächstes müssen wir in unser Return reingucken, in den OpReturn nochmal. Und der OpReturn, der hat nämlich jetzt hier eine zusätzliche Überprüfung, der sagt, wenn das Frame, das gerade returnen will, als referenziert markiert wurde, also sprich, wenn dieses Bit 1, dieses Bit gesetzt wurde, das heißt, nochmal zusammenfassend, es wurde eine Closure, die dieses Frame als Home hat, jemals exponiert, mit anderen Worten. Dann sagt er, dann muss ich hier an dieser Stelle das Frame, das hier auf dem Stack ist, auf den Heap speichern, das heißt, ich muss den Inhalt, speziell geht es natürlich um die lokalen, eigentlich geht es um die Sachen weniger, aber um die Argumente und um die lokalen Variablen, die hier oben stehen, die muss ich jetzt auf einen Heap speichern, also sprich mit malloc oder was immer, unserem Objektmemory, muss ich hier ein Heap-Frame, habe ich das mal genannt, anlegen und muss diese Daten hier rein kopieren. Und als Nächstes muss ich jetzt die Kette aller dieser referenzierenden Closures durchgehen und alle, die eine Referenz auf das hatten, umpatchen, dass die jetzt eine Referenz auf dieses Heap-Frame kriegen. Das macht er an der Stelle. Das heißt, Move-Frame-to-Heap macht, Move-Frame-to-Heap war hier unten, Move-Frame-to-Heap, back, hier. Da steht es auch nochmal, auf Stackframe is to be moved to the heap. Und was muss er machen? Also hier rechnet er sich jetzt erstmal anhand vom BP und vom AP aus, wo eigentlich das Frame unten anfängt und wo es oben anfängt. Das ist ein bisschen eine Rechnerei.
Und dann sagt er hier, er holt, er allokiert ein neues Heap Frame, also hier hat er die Frame Size ausgerechnet und hier allokiert er ein neues Heap Frame. Dann macht er hier ein Copy im Prinzip. Wo geht es weiter? Hier unten müsste eigentlich, wo ist denn? Relativ komplex. Hier geht er über alle Argumente und holt. Nein, das ist falsch. Moment, das muss er eigentlich hier oben schon gemacht haben, theoretisch. Wo macht er das? Ach, das macht er News, der holt sich das schon. Gehen wir mal dahin kurz. Der müsste eigentlich schon ein Memcopy machen. Definition. Der kriegt ja hier das Stackframe schon mit, also den BP, und da macht er hier unten, genau, da kopiert er es um. Das heißt, hier geht er über die gesamten, zunächst mal allokiert er was hier mit Malloc oder wie auch immer, ja, Garbage Collected. Das lassen wir mal vorläufig noch weg. Das ist nämlich unsere Linked List. Die Linked List von allen Referrers, die habe ich hier mit drin. Das heißt, anstatt dass ich hier eine extra Collection habe, die diese Remembered Closures merkt, habe ich hier einfach eine verkettete Liste, die alle miteinander verkettet. Dann brauche ich bloß diese Kette durchgehen. Das macht er hier. Und dann kopiert er hier vom Heap Frame, vom Stack Frame auf in das Heap Frame rein. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt wird es aber deswegen noch komplizierter, weil diese Lokalen hier drin könnten ihrerseits wiederum Referenzen haben, wiederum Closures sein. Und die wurden bisher noch nicht von der Write-Barriere betrachtet, weil das ja bisher nur normale Lokale waren und nicht als exponiert galten. Jetzt ist es aber so, jetzt kopiere ich dieses ganze Ding raus und es ist jetzt exponiert, frei, also zugreifbar von anderen. Das heißt, alles was da drin ist, muss ich jetzt nachträglich nochmal kurz durchschrubben und schauen, ob da vielleicht wieder eine Referenz auf eine andere Closure noch drin sitzt. Rekursiv. Das heißt, wenn ich dann hinterher hier drin bin, gehe ich hier nochmal drüber in der zweiten Loop. Ja, da muss ich noch ein paar Dinge umsetzen, weil da drin das AP zeigt ja hierher, das muss ich hier drin entsprechend auch relocaten, dass das AP dann hier drin richtig sitzt. Also auf jeden Fall muss dieses Heap Frame in sich ein paar Slots auf 0 haben. Das Caller brauche ich da drin nicht mehr, den kann ich auf 0 setzen. Das Home wird man gleich sehen, muss ich auch nachziehen, beziehungsweise das Home, was da hinten, was hier noch drin steht, könnte ja auch noch in Stack zeigen. Das würde jetzt hier auch noch möglicherweise in Stack zeigen. Und deswegen muss ich das Home auch wiederum seinerseits markieren als referenziert, damit der das Gleiche macht nachher, wenn es ihm so geht. Also an der Routine habe ich wirklich ein paar Stunden basteln müssen, deswegen mache ich das jetzt nicht live, weil das hat da nicht auf Anhieb funktioniert. Erwarte ich auch nicht, dass sie das jetzt machen. Beziehungsweise wenn sie es machen, haben sie gleich eine Supernode. Und er geht also hier durch und markiert, jetzt geht die Home-Kette durch und macht bei den Home-Ketten auch immer wieder dieses Referenz-Flag da drauf. Und genau, wobei er noch darauf achten muss, ob das Home vielleicht seinerseits schon auf dem Heap ist, damit er die Arbeit nicht nochmal macht. Dazu habe ich hier nochmal bereits auf dem Heap-Flag. Dann kommt das hier mit der Write-Barriere, was ich gerade angesprochen habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal durch die ganzen Slots durch, Argumente und Locals, und schaue ihrerseits, ob da wieder ist Schemes Closure. Wenn da wieder eine Closure drin ist, dann triggere ich hier die Write-Barriere für die auch wieder. So, und das war's. Das Ganze muss ich allerdings dummerweise hier in der Loop machen, weil... Ja, das war's eigentlich. Genau. Und jetzt kommt der nächste Punkt, und das ist jetzt das Kritische. Wenn ich das dann rüber gemoved habe, jetzt habe ich also ein Heap Frame. Genau, jetzt kommt die Geschichte. Jetzt muss ich also alle Closures, die bisher diesen BP hatten, muss ich den BP umpatchen, dass der da drauf zeigt. Und das mache ich hier unten. Das heißt, hier geht er durch und sagt, ich hole mir erstmal die Referrer-List und gehe jetzt hier durch und sage, solange es noch einen Next-Referrer gibt, der Next-Referrer, der kommt eben aus dieser Kette raus, dann gucke ich, was war der Referrer. Der Referrer kann sein, entweder eine andere Closure, dann muss ich in der Closure den Home, wenn es der ist, umpatchen und sagen, dessen Home wird jetzt das neue, das Heap Frame. Und dann muss ich es hier aus der Liste rausnehmen, damit das nächste Mal, weil das muss ich ja natürlich nur einmal machen,
Und was kann es anderes sein? Ein anderes Heap-Frame kann natürlich auch sein, weil ich habe vorher gesagt, ein anderes Heap-Frame hat auch möglicherweise hier über die Home-Referenz eine Referenz entweder auf ein Stack-Frame oder seinerseits auf ein Heap-Frame. Und ich muss alle die ein Heap-Frame haben, die muss ich auch auf dieser Liste halten. Also es wird schon relativ kompliziert, aber das ist so im Grunde genommen, wenn man nicht spezielle Tricks macht, auf die ich gleich ganz kurz eingehe, mit der man relativ gut hinkommt. Und jetzt schauen wir mal, wie gut wir eigentlich hinkommen. Ich habe Quatsch geredet das letzte Mal. Ich habe gesagt, der Bytecode-Interpreter ist nicht wirklich relevant, viel schneller als der AST-Interpreter. Wenn Sie sich erinnern, ich habe gesagt, 3 bis 5 Mal. Das war völlig falsch. Das lag an vielen Debugs und an Printfs und was weiß ich, was da drin waren. Der ist zwischen 50 und 100 Mal so schnell. Also tatsächlich. Ich habe jetzt mal einen Debug gemacht und habe da eine Funktion gemacht, die klassischerweise für rekursive Sachen verwendet, die heißt TAC. Und vielleicht zeige ich sie mal in einem anderen Code. Die ist hier drin am Ende. Da gibt es die in 2 Varianten. Ich zeige erstmal das normale TAC. Das ist das TAC. Das kriegt 3 Argumente, X, Y und Z. Und ich kann es jetzt nicht erklären, wie es es macht, aber die ist relativ rekursiv. Also wenn man die mit den 3 Argumenten 18, 12 und 6 aufruft, was so ein Standard ist, hier unten sieht man es, dann macht er 65.000 rekursive Calls damit. Also Sie können sich, ja, Sie könnten zum Beispiel auch den Acker nehmen. Sie kennen ja die Ackermann-Funktion, die ja den zweiten, die ja 2 Argumente hat und das zweite sagt im Prinzip die mathematische Funktion. Also im ersten Schritt ist Inkrement, im zweiten addieren, multiplizieren, potenzieren und dann, wie heißt es, hyperpotenzieren oder was, was als nächstes kommt. Das heißt, die wächst unglaublich schnell rekursiv. Und das TAC ist nicht ganz so schlimm, aber der ruft TAC auf und das erste Argument ist wieder ein TAC und da zählt er hier runter und das zweite zählt das Y runter und das dritte zählt das Z runter und dann macht das wieder rekursiv. Also wenn wir das jetzt mal kompilieren, das können wir mal machen. Ne, erstens mal definieren wir es mal ohne define, halt, ich hole das hier rein, copy, und wir rufen es erstmal im AST auf, tack, und jetzt rufen wir auf time it, haben wir es, glaube ich, genannt, wenn ich mich erinnere, da hatte ich auch noch einen kleinen Fehler drin, aber das funktioniert jetzt auch, da haben wir es, time it, und da sieht man jetzt, dass das sind Mikrosekunden, also 450 Millisekunden, also rund eine halbe Sekunde. Aber 455 Millisekunden hat es jetzt gebraucht. Jetzt kompilieren wir es mal und das ist nämlich spannend. Ich habe es nämlich verglichen mit dem Racket. Wir sind fast so gut wie der Racket mit unserem Bytecode-Interpreter. Das finde ich jetzt nicht schlecht für so ad hoc schnelles Ding. CF TAC. Und das machen wir hier auch ein Time It. Jetzt haben wir es kompiliert. Schauen wir mal, was der daraus generiert hat. Und ich habe hier noch eine kleine Optimierung drin, und zwar der Tailcall, den kann man noch besser machen. Achso, das zeige ich kurz. Wenn ich einen Tailcall habe auf dieselbe Funktion, Sie erinnern sich an unsere Length-Funktion, Length war ja so, der ruft Length-Helper auf, und Length-Helper, der sagt, ich habe einen Akkumulator, die Länge, die ich schon habe, gebe ich immer mit rein, damit ich hier einen Tailcall machen kann am Schluss. Sie erinnern sich an diese Tailcall Umschreiberei von rekursiven Funktionen, also Append und Length und Size und so Zeugs, kann man alles so umschreiben. Und wenn ich das kompiliere, CF Length Helper, da kann man noch eine Sonderoptimierung machen. Und zwar, was hier passiert, ist, dass der Last Call sogar statisch erkennbar in die gleiche Funktion geht. Also nicht nur, dass es ein Tail Call ist in eine beliebige Funktion, wo ich den Stack wiederverwenden kann, sondern das ist sogar ein Tail Call in dieselbe Funktion. Und wenn ich einen Tailcall in dieselbe Funktion habe, dann habe ich hier das F schon richtig sitzen, weil das ist ja noch dasselbe F, das kann ich mir sparen, das nochmal rauszuladen und irgendwie zu setzen. Und die Anzahl Argumente stimmt auch, sodass ich hier oben einige Sachen gar nicht neu setzen muss, weil die alle schon stimmen. Der Caller BP stimmt schon, ich kann keine Überschreiber kriegen, weil die Anzahl Argumente auch die gleiche ist. Das heißt, da kann ich nochmal besseren Code erzeugen. Tatsächlich kann ich Code erzeugen, der die Argumente von hier oben direkt rüber kopiert hier in diese Slots rein und dann einen Jump wieder macht an Anfang von der Funktion. Und genau das hat mein Compiler gemacht. Also wenn ihr hier längs, wenn der einen Tailcall erkennt, hier ein Tailcall auf Length Helper, aus Length Helper, das erste Rest L muss ja nachher das neue L werden und das Length Already wird plus 1 Length Already, dann sagt er hier,
Also hier ist erstmal das if equal L 0, da sagt er hier jump if not nil, habe ich einen neuen Bytecode implementiert. Und jetzt, wenn es nil ist, dann kommt hier der push arg, das heißt, er übergibt hier Länge already, das ist das Argument 1 und macht einen Return. Ansonsten sagt er hier, er nimmt vom Argument 1, vom ersten Argument, also 0 Index, das, den Cutter. Und tatsächlich speichert er dann auch gleich wieder da in diesen Slot rein. Das heißt, er macht einen Cutter vom Arg und setzt dort wieder ins Arg rein. Und dann habe ich hier noch einen Bytecode für plus 1, der sagt Increment Arg und dann sagt er hier Jump nach 0. Das heißt, das ist so ziemlich das Optimum, was man rauskriegen kann. Besser geht's nicht, das ist super Tailcall. Das ist wie wenn Sie einen programmierten Loop gemacht hätten vom Bytecode her. Ja, tatsächlich ist es so. Und gucken wir nochmal nach dem CF-Tag. Der Tag. Ja, jetzt habe ich natürlich hier noch einen Trace drin. Sorry, den mache ich kurz raus. Den kann ich jetzt wirklich nicht mehr brauchen. Weil schon trace ich die ganze Zeit den Compiler selber. Machen wir nochmal CF-Tag. Der Tag, der hat hier, Sie erinnern sich, sehr rekursiv, aber er hat auch einen Tailcall noch am Schluss drin. Und zwar, hier ist der Tag. Der, hier ist ein rekursiver Aufruf, hier noch der zweite, hier der dritte, da kann er nichts machen, das ist ein normaler rekursiver Aufruf, aber der letzte ist im Grunde genommen wieder ein Tailcall auf sich selber, wieder auf Tag. Und genau das macht er hier auch, der Code, wenn man den anguckt, das sieht man hier, dass er erstmal den ersten rekursiven Call macht, dann pusht er hier wieder die Argumente, macht hier den zweiten Call, dann pusht er sie hier wieder, macht den dritten Call. Und hier als letztes sagt er, ich hole mir diese drei Values, die er jetzt dann auf dem Stack sehen, also das ist das letzte, was er gepusht hat, das stort er als Argument 2, den nächsten, den stort er als Argument 0 in sein Argument-Slot 1, den obersten, das ist dann der, den stort er in den Argument-Slot 0 und macht dann wieder einen Jump an Anfang, was ja dann quasi mein Tailcall wäre für Self-Tailcall. So, jetzt lassen wir das mal laufen und gucken, was hier, time it, habe ich noch, glaube ich, in meiner Historie irgendwo, time it, tack. Und da habe ich jetzt hier 10, tatsächlich wundert mich das, dass es jetzt 10 sind, ich bin auch schon mal bei 7,5 gewesen. Also das heißt, sagen wir jetzt mal 10 Millisekunden oder ich würde jetzt sagen, ich habe auch schon 7,5 gehabt. Und das Ding ist aber mit minus G kompiliert, ne? Wir könnten es noch mit Optimizer, du wärst nochmal 30% schneller. Okay, jetzt gucken wir mal, wie schnell der Racket ist. Ja, das ist jetzt die Herausforderung. Wenn Sie mal so weit sind, dann macht es Spaß. Überlegen Sie sich natürlich, wie kann man weiter. Wir haben jetzt aber noch keinen Jitter drin. Also der Jitter wird wirklich nochmal Tragfaktor 3 bis 10 ungefähr nochmal dazu bringen. Das heißt, wir sind also wirklich nicht schlecht. Und Racket gilt jetzt nicht unbedingt als die Sportskanone. Also das muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht, performancemäßig ist Racket nicht unser Benchmark. Racket hat eine tolle Oberfläche und prima Pakete, aber ist jetzt performancemäßig. Moment, ich muss ein bisschen kleiner machen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Im Internet sagt einer, ja, du hast ja da, musst irgendeine Option einschalten, dass der überhaupt erst kompiliert. Das kann natürlich nur sein. Definieren wir hier auch mal das Tag. Also wenn, dann bitte nicht böse sein und einfach sagen. Aber so im Normalfall, wieso kann ich da jetzt nicht pasten? Copy. Es ist manchmal so, dass der hier ein doch es geht, paste. Nein! Paste. Ja, das liegt daran, dass das hier x ist und das ist nicht x und da hat es bei Mac manchmal ein bisschen ein Problem. Also definieren wir halt schön. Define tag x, y, z if not kleiner if not, das kann doch nicht wahr sein, y, x. Wenn ich mir jetzt auch noch vertippe, dann liefert er Z. Ansonsten sagt er Tag von minus x1 in Zeile 2 fehlt noch eine Klammer, danke. YZ. Dann kommt der Tag von minus y1 und z und x. Und dann kommt der Tag von minus z1 XY. Okay, Start. Und es gibt auch hier, glaube ich, ein Time. Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, was ich da auf. Ich glaube, Time kann ich direkt, das ist hier, glaube ich, Syntax, da kann ich, glaube ich, direkt angeben. Tag
18, 12, 6. Und der gibt es, glaube ich, auch in Millisekunden aus. Das heißt, der hat also aus 7 Millisekunden gebraucht. Ey, wir sind jetzt schlecht, oder? Würde ich sagen. Also finde ich jetzt mal ganz cool. Wenn wir das jetzt noch mit Optimizer übersetzen und wenn wir dann unseren Cheater noch haben, dann haben wir den geschlagen. Also Sie sehen, unser Bytecode-Interpreter ist gar nicht mal so schlecht, dafür, dass er eigentlich relativ schnell hingehackt wurde. So, und jetzt noch, das war's für dieses Thema. Sie brauchen das nicht bis zu dem, wenn Sie es so durchziehen, dann kriegen Sie glatt Ihren Einser, da brauchen wir dann gar nicht mehr diskutieren. Wäre vielleicht auch für die eine oder andere Herausforderung. Ich will einen Bytecode-Interpreter. Da wäre jetzt nicht so streng, wenn der jetzt ein paar Macken noch hat, weil das ist echt zum Teil ein bisschen haarig. Also Sie brauchen da keine Angst haben, wenn Ihre Closures zum Beispiel bloß halbe Closures wären, die nur nach unten gehen und diese ganzen Write-Barrieren und so weiter, wenn Sie das jetzt nicht durchziehen. Aber wäre gut. Wir sprechen nachher nochmal beim Glas Bier drüber, was ich gerne hätte. So, jetzt zu einer ganz anderen Geschichte, und zwar die Frage der Performance. Wir haben jetzt noch ganz, vielleicht eine Stunde. Ich würde mal das ganz schnell durchziehen. Normalerweise mache ich da mehr drüber, aber wir haben uns jetzt mit diesem Continuation Parsing und anderen haben wir an anderer Stelle mehr gehabt. Das ist jetzt nur für Sie Background-Information, also keine Angst, das brauchen Sie alles nicht wirklich wissen. Wenn man jetzt weiter analysiert und sagt, was macht die Maschine eigentlich, wenn die das jetzt hier durchführt? Also was macht der Interpreter alles an Befehlen, wenn er jetzt so eine Funktion ausführt, zum Beispiel so eine Längsfunktion oder eine Addition oder irgend sowas. Nehmen wir mal eine ganz einfache, die irgendwie eine Expression ausrechnet. Also wir machen eine Funktion, die heißt def Expression von a, b, c und die rechnet zum Beispiel aus plus a, also was weiß ich, a plus b mal 5, also mal b 5 und dann addiert sie zum Beispiel noch c mal 3 drauf, also mal c 3. Sowas. Und noch eine Klammer. Wie sieht der Bytecode aus? Brauchen wir jetzt nicht spekulieren, sondern das können wir quasi machen. Define expr von a, b, c soll zurückliefern plus, was haben wir gesagt, a mal b5 und mal c3. Zack, zack. Und dann kompilieren wir das x. Und dann sehen wir hier, also das wird er ausführen. Also push arg, ich schreibe einfach push a, push arg a, push das b, dann kommt push die Konstante 5, push 5, dann kommt mul, ist klar, jetzt rechnet er das hier aus, dann kommt add. Der rechnet das hier erstmal aus, die zwei zusammen. Jetzt kommt der letzte noch dazu. Jetzt kommt Push-Argument Nummer 2, also 0, 1, 2, das C. Push das C, push die Konstante 3. Dann kommt wieder ein Mul für das hintere Ding und nochmal ein Add und ein Return. So, das ist nackt, was wir machen müssen. Und jetzt gehen wir durch und schauen mal im Interpreter, was er dazu eigentlich alles tut. Also, er macht Folgendes. Wir gehen zurück in den Bytecode-Interpreter, eval Bytecode. Und Sie sehen, dass er hier für jedes Bytecode-Ding, Moment, ich muss ganz am Anfang vom Loop gehen, eval Bytecode, hier sind wir. Und, also, ich lasse jetzt mal den ganzen Setup weg, weil mich interessiert eigentlich bloß die Schleife, die innere Schleife jetzt zunächst einmal. Wir können nachher auch noch, sprich hier, also angenommen, er hat jetzt schon alles aufgesetzt, er ist in der Funktion, hat sein Frame aufgesetzt, jetzt geht es wirklich los mit dem Push-Argument. Also hier kommt als erstes mal ein Instruction-Fetch. Was ist das maschinenmäßig? Das ist ein Fetch über einen Pointer, weil der P-Counter ist wahrscheinlich im Register drin und der P-Counter ist ja der Index innerhalb meines Bytecode-Vektors und wahrscheinlich hat der Compiler oder ich, wenn ich es in Assembler programmieren würde, optimal, hätte ich wahrscheinlich ein Register, was auf meinen Bytecode zeigt, also irgendwie ein Bytecode-Register und ein Offset, was der P-Counter ist. Das heißt, es wäre letztendlich sowas wie ein Move, vermutlich, wenn die Maschine das kann. Es gibt Maschineninstruktionen, die eine Instruktion haben, um zwei Register zu addieren. Manche haben das nicht. Aber nehmen wir mal an, sie hätte es,
dann wird es also sowas wie P-Counter-Register relativ zum Base-Register. Und Move-Byte, und das Byte, das kommt in irgendein AX-Register, oder in dem Fall ist ein Byte, also wahrscheinlich sogar ein AL. Das heißt, interessant ist eigentlich nicht, wie viele Instruktionen das sind. Das war vor 20 Jahren interessant, heutzutage ist nur noch interessant, wie viele Memory-Zyklen braucht man und wie viele von diesen Zyklen sind nicht im Cache. Eigentlich, das ist das Wichtigste sogar heutzutage, weil die Maschinen können heute, die können heute sehr, sehr viele, also gerade bei ein paar Gigahertz Taktfrequenz, können heute, wenn die Instruktion in der CPU schon drin ist, das heißt, er muss sie nicht erst aus dem Memory fetchen, wenn sie im Cache ist und wenn die Werte, die er hier holt, dann können die fast mit Volltaktgeschwindigkeit durch ihre Pipeline durchrauchen. Wann immer sie jetzt irgendwo an was rankommen, was nicht im Cache ist, wo er also tatsächlich rausgreifen muss, erst einmal im First-Level-Cache, da dauert es schon mal ein bisschen, im Second-Level-Cache, dauert es ein bisschen länger, oder sogar ins Hauptmemory raus, da dauert es richtig lang, weil da dauert es dann, sagen wir mal so, 100, 200 Nanosekunden, bis dann der Wert da ist, den er da fetcht aus dem Memory, wohingegen, können Sie sich vorstellen, bei 100 Nanosekunden kommen Sie maximal dann irgendwie auf 10 Megahertz oder so, also nicht auf 10 Gigahertz. Das heißt, da sind also Riesenwelten dazwischen. Das heißt, man will eigentlich nochmal, dass das alles in einem Cache ist. Also auf jeden Fall wäre das hier aber ein Fetch und ich vermute mal, dass es im Cache sein wird. Also beim ersten Mal nicht, weil da greift er nämlich auf den Bytecode zu, der zum ersten Mal noch nicht da ist, aber wenn er das eine Mal durchlaufen ist, hat er zumindest die nächsten 16 Bytes wahrscheinlich dann im Cache drin, weil er holt ja immer gleich 16 Stück. Das heißt, beim nächsten Mal ist zumindest der P-Counter-Fetch, der Byte-Fetch hier oben relativ schnell. Okay, dann kommt ein Switch. Was ist ein Switch? Normalerweise legt der Compiler dazu eine Tabelle an. Und zwar sind hier die einzelnen Cases, also der Code für die Cases, als Maschinencode jetzt in dem Fall, Maschinencode, und hier sind Einsprungsadressen. Und was er macht, ist, dass er dann quasi sagt, okay, ich habe hier den Wert im A-Register, addiere dazu die Basisadresse, hole mir den Pointer hier und springe dann dorthin. Das heißt, es ist ein Jump indirekt mit Offset. Also der sagt dann, im Prinzip sagt er hier Jump, Switch Table indiziert beim AL und nochmal indirekt, weil da holt er sich erst die Adresse und dann springt er dorthin. Wäre also auch ein Fetch und vielleicht, wenn wir Glück haben, ist das Switch Table auch im Cache. Beim ersten Mal sicher auch wieder nicht. Möglicherweise auch beim zweiten Durchlauf, wenn man dann so einen Benchmark 10.000 Mal durchlaufen lässt, ist wahrscheinlich drin. Dann ist er in dem Code. So, und jetzt landet er hier beim ersten Mal in unserem Push. Das heißt, wir gehen jetzt hier in diesen Op-Push. Und der erste war Push Arg. Das heißt, hier macht er wieder ein Fetch Byte. Also hier sagt er Move Byte P Counter Register halber. Das muss man noch erhöhen um 1, aber das verschwindet entweder in der Instruktion. Es gibt Maschinen, die können sowas, so eine Indizierung mit Auto Increment gleich machen. Andere, die können es nicht. Da wäre dann hier noch ein Increment P-Counter oder Add 1 to P-Counter oder wie immer die Maschine heißt. Beim 386 wäre es ein Add Immediate 1 to P-Counter-Register. Okay, hier kommt jetzt der gleiche nochmal. Move P-Counter-Base-Register nach in ein anderes, zum Beispiel BL. Dann hätte ich den Fetch hier wieder gemacht. Dann sagt der Arg an der Stelle Index. Fürs Arg haben wir ja das AP. Das würde wahrscheinlich im Register liegen. Das heißt, er sagt AP relativ zu diesem Index. Das macht er normalerweise mit einem Befehl. Das heißt, er hat hier nachher einen Move, AP relativ zu dem BL. Und da gibt es normalerweise dann auch noch, dass man auch sagen kann, das ist vierfach indiziert. Also das muss er mit 4 multiplizieren. Den Index muss er mit 4 multiplizieren, bevor er weitergeht. Das gibt es beim 386 für 1, 2, 4 und 8. Das heißt, das kann der. Für 8 gibt es das, glaube ich, weiß jetzt nicht. Aber für 4 auf jeden Fall. Und das moved er dann irgendwo hin, zum Beispiel ins CX-Register. Und das wäre dann Val. Und dann kommt der Push. Der Push, da sagt der Move dieses CX-Register indirekt mal im Stackpointer, also Stackpointer, da wo der gerade hin zeigt. Und dann wird noch auf den Stackpointer, in unserem Fall 4 dazu addiert, also add 4, Stackpointer. Das könnte sein, dass es bei manchen Maschinen in einer Instruktion geht. Da gibt es also Push- und Pop-Befehle, wo man gleich was drauf pushen kann.
Das Problem ist, dann ist aber der Stackpointer wahrscheinlich der Stackpointer, den er auch für den Call und Return verwendet. Das wollten wir genau nicht machen bei uns, weil das ist der C-Stackpointer, also wahrscheinlich geht es dann hier in dem Fall doch nicht. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, weil dieser Add hier unten verschwindet sowieso in einem Zyklus drin. Also das ist ja kein Memory-Zugriff. Sie können davon ausgehen, alles, was kein Memory-Zugriff ist, ist relativ unkritisch bei der Execution. Heutzutage, früher, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren hätte ich das noch nicht gesagt oder vor 15, aber heute kann man das eigentlich sagen. Gut, und dann kommt hier unten wieder ein Jump, weil wenn hier ein Break steht, dann ist das letztendlich nichts anderes als ein Jump ans Ende von diesem Switch, wobei das Ende von dem Switch hier unten gleichzeitig aber eigentlich das Ende von unserer Loop ist, das heißt, der Compiler würde feststellen, das ist ja eigentlich ein Jump auf einen Jump und generiert dann gleich einen Jump ans Ziel, das heißt, wir würden hier oben wieder rauskommen, wenn ich es verwische, hier beim Ende vom Switch und würden hier wieder rauskommen beim nächsten Fetch. Das heißt, hier kommt also ein Jump raus und der springt wieder hier hoch. So, und jetzt im Grunde genommen läuft es ähnlich bei allen, bei Mull. Mull ist interessant und Add, gehen wir mal dahin, ob Mull. Oder nehmen wir mal lieber den Add, der ist insofern spannender. Naja, ist egal, die sind gleichwertig diesbezüglich. Hätte ich früher auch gesagt, Mull ist viel teurer, aber heutzutage machen die Maschinen auch eine Multiplikation in einem Zyklus fast wie Addition. Also was muss er hier machen? Hier holt er sich zwei Werte runter, pop, pop. Das ist jetzt vielleicht insofern schon spannend, weil hier holt er zwei Werte runter, das heißt, er sagt erstens mal move, also indirekt minus, minus Stackpointer in ein Register. Nehmen wir mal ein A und B wäre belegt, also nehmen wir wieder das CX. Und dann holt er das zweite runter, ob 2, das heißt, da generiert er dann draus, der Compiler ein Move indirekt minus minus SP ins DX, wegen mir. Dann kommen hier für uns zwei so Überprüfungen, dieses is small integer oder is not small integer, würde im Prinzip bedeuten, er macht einen Test, ob das unterste Bit gesetzt ist. Sie erinnern sich, da ist das Tag-Bit drin, ob wir einen small integer haben. Das heißt, hier macht er einen Bit-Test und einen Jump if not equal. Jump if equal in dem Fall. Jump if equal raus und dann macht er nochmal einen Bit-Test und einen Jump if equal raus. Diese zwei Dinger, die spart man sich, wenn man statisch kompiliert wie bei Java. Die brauchen wir da nicht. Also die brauchen wir nur mehr, weil wir den dynamisch Small Integers durch getaggte Pointers darstellen. Okay, und dann kommt hier die eigentliche Addition, das heißt, er rechnet hier eine Summe aus und pusht sie wieder drauf. Das ist blöd, dass ich so weit unten angefangen habe. Also hier geht es jetzt weiter. Das heißt, er macht jetzt hier den eigentlichen Add. Er sagt, addiere zum Beispiel CX zum DX und dann kommt ein Push von dem DX, das heißt, er sagt jetzt wieder Move das DX indirekt SP++ und dann kommt wieder unser Jump zum Loop. So, aber was man jetzt hier sieht, und das ist eigentlich mal, also erstmal können wir es mal zählen, jetzt zählen wir mal Instruktionen. Das heißt, pro Bytecode brauchen wir hier, das ist jetzt optimistisch, was ich hier hingemalt habe. Also manche Compiler sind gut, manche sind schlechter. Ich würde sagen, das ist realistisch, was ich gemacht habe. Nee, ist realistisch. Also ungefähr 3 bis 4 Befehle, um überhaupt mal den Switch zu machen, um da reinzukommen. Und 2 Memory Fetches. 2 Memory Fetches, 3 Befehle. Dann kommt hier pro Instruktion, und da gibt es Unterschiede. Das sind jetzt alles besonders einfache und billige. Der Call ist ein bisschen teurer und der Return ist auch ein bisschen teurer und der Make Closure macht natürlich auch noch was. Wobei man den Make Closure schnell machen kann, wenn die Closure, Sie erinnern sich, der Scavenge, Generation Scavenge, da ist das Allokieren von Objekten nur das Hochzählen von einem Pointer. Das heißt, wenn ich ein Register habe, das mir quasi den Newspace Pointer, Sie erinnern sich, als Newspace, ein Register freihalte, wo der Newspace Freeze Pointer ist, dann ist das New Closure nur das Hochzählen von dem Register. Das heißt, das geht super schnell. Allokieren von Objekten geht sowieso super schnell, das ist umsonst. Überleben, Sie erinnern sich, überlebende Objekte kosten. So, und moderne Systeme haben das so, also das Smalltalk hat ein Register frei, wo der Newspace Pointer drinsteht, das heißt, der allokiert in 4 Nanosekunden.
So, aber was man jetzt, also nochmal, das wären jetzt hier so 4 Instruktionen, hier sind es ein paar mehr wegen diesen Bit-Tests, aber wenn die nicht da wären, wären es vielleicht 6, 7. Das heißt, wir haben so im Mittel zwischen 6 und 8 Instruktionen pro Bytecode plus diesen 3 Overhead. Das klingt ja jetzt mal zunächst mal gar nicht so schlecht. Und die erste Geschichte, die jetzt Leute meistens, die sagen, ich will den Bytecode-Interpreter noch optimieren, ist, die sagen, ich mache mir jetzt Templates. Das ist das Einfachste, das heißt, für jedes Bytecode habe ich ein Stück Maschinencode und dann allokiere ich mir ein Stück Speicher, gehe den Bytecode durch und spuck einfach für jedes Ding das ran und dann kann ich mir nämlich hier diesen Jump, den kann ich weglassen, weil ich mir dann diesen, nur diesen Netto-Code, der der eigentliche Arbeit macht, also der Jump, den brauche ich nicht generieren und den Code brauche ich nicht generieren, sondern ich muss jetzt nur diese Sequenzen hintereinander knallen. Na, dann lasse ich das laufen und dann stelle ich fest, oh, das ist bloß um Faktor 2 schneller geworden, weil ich habe ja bloß das und das weggelassen, das ist immer noch da. Das bringt gar nicht so arg viel, der Bytecode-Interpreter, wenn der halbwegs gut schniebisch, kriegen Sie bloß um Faktor 2 gegenüber einem dummen, naiven Jitter. Vielleicht auch Faktor 3, aber nicht viel mehr. Woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass hier unser Flaschenhals, dieser blöde Steck ist. Wir holen hier, wir tun hier was auf den Stack drauf pushen. Das sind eine Instruktion, die hier drauf ist. Und wir verlieren übrigens auch dann den Wert im Register. Also hier haben wir ihn eigentlich im Register gehabt. Hier tun wir den Wert, der im schnellen Register ist, auf den blöden Stack drauf pushen. Nur damit wir nachher in der nächsten Add-Instruktion den wieder runterholen von dem blöden Stack, der zwar natürlich glücklicherweise im Register ist, aber trotzdem sind es 3 Instruktionen, die eigentlich saublöd sind. Wenn ich nämlich hier wüsste, dass ich da sowieso das gleich wieder im CX brauche, da habe ich sogar im CX gehabt. Das heißt, das Nächste, was ich machen muss, ist, dass wenn ich Code generiere, dass ich mir das hier wegeliminiere. Das heißt, dass ich die Sachen dann im Register halte und nicht 1:1 einfach so Code-Templates rausspucke. Ja, weil dieser Stack ist der Flaschenhals. Ständig geht was auf den Stack, 2 Werte drauf, dann macht er ein Add, holt es wieder runter, tut es wieder auf den Stack drauf, damit es der Nächste wieder runterholt. Und wenn ich das jetzt alles wegoptimiere, also im ersten Schritt gehe ich mal hin und sage, die Frage ist, beschreibt man einen Compiler, der das gut kann, da kann ich gleich ein paar Tricks dazu geben. Aber wenn ich das jetzt runter optimiere auf das, was es tatsächlich ist, am Schluss, wenn es ein guter Compiler ist, dann sagt er sich Folgendes. Also erstens mal, das hätte ich auch noch weg optimieren können. Also hier ist das Erste, dass er sagt, er holt ein Argument. Also sagt er als erstes Move AP an der Stelle Offset und den BL brauche ich ja auch nicht, weil das weiß er ja aus dem Code, dass das eigentlich das Argument 0 war. Das heißt, er kann hier gleich sagen, AP an der Stelle 0, move danach EAX oder irgendein Register, nehmen wir das gleiche, nehmen wir es CX. ECX heißt es beim 386. Und müsste ich hier auch machen, ECX, sorry. Und dann geht es weiter, dann sagt er, aha, was muss ich denn machen? Jetzt habe ich das weggewischelt, war blöd, aber ich habe es da unten noch. Dann sagt er, push ARG1. Ja, wozu hat er das eigentlich gepusht? Eigentlich will er hier erstmal die 2 multiplizieren. Das ist eigentlich das Erste, was er macht. Das heißt, er bräuchte, vielleicht macht er es so, muss er aber nicht unbedingt. Er moved AP an der Stelle 1, wegen mir nach EDX. Und jetzt kann er sagen, jetzt will ich das EDX multiplizieren. Also eigentlich sagt er jetzt mul 5 EDX, falls das geht. Ich weiß es gerade nicht auswendig, weil die 386er Architektur ist ziemlich verworren. Die ist nicht horizontal, das heißt, es gibt Instruktionen, die kann man nicht mit allen Registern machen. Und ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob man das kann, aber wahrscheinlich geht es inzwischen. Das wäre die Multiplikation. Dann kommt die Addition, das heißt, er würde jetzt sagen, add ECX in das EDX rein. Dann kommt hier das Argument 2, das würde er sich hier holen. Ich erkläre gleich noch, was man noch besser machen kann. Das wäre AP an der Stelle 2, das braucht, kann er zum Beispiel wieder ins ECX machen. ECX und dann push num 3 sparen wir uns, multiplizieren es gleich mit 3. Also mul immediate 3 mit ECX, das ECX. Und am Schluss die Addition. Ich habe ja im EDX noch das andere, das heißt, ich sage jetzt add das EDX in mein ECX und da hätte ich den Return-Wert und dann macht er hier einen Return. Jetzt hätte ich das vielleicht gleich von vornherein besser machen können. Der Return-Wert wird normalerweise im EAX zurückgeliefert, also im Register. In unserem Fall wird er auf den Stack gepusht. Aber wir könnten auch die Calling-Sequenz noch so ändern, dass der Callee nicht pusht, sondern im Register zurückgibt.
Weil meistens brauche ich es gar nicht auf dem Steck. Nur für unseren Bytecode brauchen wir das. Wenn wir nachher Maschinencode machen, wäre es vielleicht sogar besser, man würde den Return-Wert im Register zurückgeben. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es da drauf machen. Das heißt, jetzt würde man hier sagen, push das ECX. So, Sie sehen, jetzt sind wir richtig kurz geworden. Also wenn ich das vorher gemacht hätte, da wäre ich bei 4 bis 6, 6 Mal, wie viele Instruktionen hatte ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wäre ich bei 60 Instruktionen gewesen, die da gar nicht drauf gepasst haben. Und jetzt bin ich hier bei 2, 4, 6, 8 rausgekommen. Und wenn man dann noch zählt zusätzlich, wie viele Memory-Zugriffe sind da nur noch drin, da sind nur noch die 3 drin, die ich wirklich brauche, nämlich auf die Argumente. Das heißt, das ist wirklich das Minimum. Also der Code dürfte wahrscheinlich schon Faktor 10 dann schneller laufen, als das Bytecode interpretierte. Und viel schneller geht es jetzt aber auch nicht mehr. Also man kann jetzt natürlich überlegen, wenn die Argumente wirklich in Memory sind und wenn ich hier das Return-Wert hier so rausgeben muss, habe ich eigentlich nicht mehr viel mehr Chancen, noch kleiner zu kommen. Was jetzt hier noch fehlt, ist die Prüferei auf Integer. Das kriegen wir jetzt hier auch nicht weg. Das heißt, tatsächlich hätten wir hier noch einen Bit-Test gebraucht und einen Jump if equal an irgendeine Raussprungadresse. Und hier auch ein Bit-Test, ob es ein Integer ist und Jump if equal. Da gibt es übrigens auch noch eine interessante Sache. Die meisten Maschinen mögen das, wenn man gerade durchgeht. Das heißt, am besten ist, wenn man solche Dinger dann so macht, dass man den Code hier hinten sammelt. Kleiner Trick fürs Internet. Diesen Ersatzcode, der jetzt hier zum Beispiel eine Overflow-Behandlung macht oder der Ersatzcode, der jetzt hier Large Integers allokiert oder Big Numbers multipliziert oder was, den sollte man nicht hier rein generieren, sondern immer nach außen, damit der normale Fluss geradeaus durchgeht, wenn es ein Gutfall, weil 99,9% werden das Integer sein, nur in manchen Ausnahmefällen hat man Overflow, eigentlich so gut wie nie im meisten Code, dass dann die CPU im Normalfall gerade durchgehen kann und ihre Caches und alles und ihre Branch Prediction läuft. Also das macht am Schluss nochmal wirklich nochmal einen Faktor 2 aus, tatsächlich, wenn man dann alles optimiert hat. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn Sie optimieren Code, Sie kriegen da so eine Kurve, die geht ungefähr so. Am Anfang haben Sie ganz schlechte Performance, Sie kommen ganz schnell runter mit jeder Optimierung, aber es wird nachher immer schwieriger, noch weiterzukommen. Ist ja klar. Weil der Faktor 2 Optimierung wird immer schwieriger. Also hier oben können Sie durch die Hälfte Instruktionen weg so einen großen Klops noch gewinnen und das Ding geht von 10 Sekunden Laufzeit auf 5 runter. Dann beim nächsten Mal, wenn Sie jetzt nochmal die Hälfte weg optimieren und das wird natürlich immer schwieriger, da noch was rauszukriegen, dann kriegen Sie aber bloß noch hier von 5 auf 2,5 Sekunden, obwohl Sie auch wieder die Hälfte weg optimiert haben und so weiter. Und so wird es also immer schwieriger und Sie müssen immer mehr Aufwand reinstecken, um das noch zu optimieren. Am Schluss will man natürlich dann, wenn das so läuft, will man natürlich diese Dinge auch noch weg haben. Und das hat man auch in Smalltalk dann auch noch weg. Das sagt man nämlich dann schon beim Caller. Der Caller springt in eine Routine, die weiß, dass er schon Integer-Argumente kriegt, oder in eine Routine, die weiß, dass er keine kriegt. Und dann optimiere ich da innen drin komplett, habe ich eine Routine, die gar nicht überprüft. Oder die weiß, dass Arrays sind oder was die für Grenzen haben. Und man kann das sogar dynamisch rekompilieren. Man kann sogar hier Code einbauen, der mitzählt, wie oft wird er aufgerufen und nach dem 100. Mal dann sagt, ich rufe jetzt einen Recompiler auf, der mal schaut, mit welchen Argumenten wurde ich aufgerufen, indem er sich das auch merkt und dann eine spezielle Routine dynamisch generiert, kompiliert, die für diesen Satz von Typen zum Beispiel passt. Das sind dann die Top-Favoriten und das macht auch Java, das ist das Hotspot. Hotspot heißt nichts anderes, als dass ich hier oben einen Zähler mit rein generiere. Am Anfang generiert er einen relativ dummen Code oder relativ einfachen Code. Zum Beispiel, wir werden gleich sehen, noch bei Objektorientierung, woran es da hakt. Und dann sagt er, wenn das Ding ein paar Mal aufgerufen wurde, dann weiß ich ja, indem er vorher eben Code generiert hat, der die Argumenttypen sich vermerkt, mit was wurde ich aufgerufen, dann generiert er eine spezielle Routine dafür nochmal. Wenn Sie das interessiert, da gibt es einige Papiere und die theoretische Basis dahinter, die wurde von Dave Anger wieder, Sie erinnern sich, unser Garbage Collect Freak, Dave Anger, der hat auch hinterher die Programmiersprache Self mitentwickelt, beziehungsweise seine Doktoranden, und da sind einige berühmte Köpfe daraus vorgegangen, und die haben sich darum gekümmert, unter anderem der Urs Hölzle zum Beispiel, der jetzt bei Google einer der Technologiechefs geworden ist, der hat damals seine Doktorarbeit in dynamischer Rekompilierung für Smalltalk und Self gemacht, und ist jetzt der Chef von Google Technology. Also man kann auch als Technologe Karriere machen, nur dazu, so viel dazu.
Ja, also diese Papiere, da können Sie mal googeln, Self, Dave Anger, Urs Hölzle und so weiter, die haben auch ganz hunderte von Seiten tolle Papiere, wie sie dynamisch rekompilieren, um in einer hochdynamischen Sprache, ähnlich wie Lisp oder Smalltalk, trotzdem eine Performance rauszukriegen, die an C ranreicht. Also eigentlich besser kann man es fast nicht mehr machen. Und dieser Dave Anger ist nachher übrigens in die Hotspot-Abteilung von Java dann auch wieder rübergekommen und hat das ganze Ding mitgenommen, weil im Java innen drin sitzt eigentlich die alte Self-Maschine drin, ganz unten. Also natürlich inzwischen hundertfach massiert und immer im Original, aber die Ideen, die damals gemacht wurden, die sind da drin. So, das war jetzt das mit dieser so funktionierenden Prinzip Jitter und das Prinzip ist das gleiche, wie was wir hier gemacht haben. Wir hatten ja ursprünglich angefangen mit unseren User-Defined Functions und haben gesagt, wir geben dem zwei neue Felder für Bytecodes. Und dann mache ich eine Routine, die kann ich sogar in Lisp schreiben, die mir eine Lambda-Funktion in Bytecode umsetzt, diese Pointer hier reinstopft und dann tue ich meinen Interpreter so ändern, dass der Interpreter dann in den Bytecode-Interpreter reinspringt. Wenn ich jetzt eine Funktion schreibe, ähnlich wie unseren Bytecode-Compiler, der Maschinencode erzeugt, sprich das Zeug hier und dann natürlich binär, das in ein Byte-Array ablegt, hier reinstopft, und dann den Eval so ändere, dass er schaut, wenn dieses dritte Maschinencode-Feld ungleich nil ist, dann springe ich da direkt hin, also mit einem Call, statt dass ich einen Bytecode-Interpreter aufrufe, dann könnte ich nachher auch in den Maschinencode reinspringen. Und das können Sie machen, das ist jetzt optional, das wäre wunderbar, super, also Spitze, da kriegen Sie dann gleich einen Heiligenschein, wenn Sie das machen. Ist nicht gefordert, aber gab schon Leute, Vorgänger in dieser Vorlesung, die das gemacht haben, die wollten es einfach wissen. Und dann hätten wir so ein Ding. Und jetzt ist noch die Frage, wann mache ich das? Also wir haben das, ich habe jetzt eine extra Funktion, die heißt CF, Compile Function, die das tut. Sie könnten natürlich auch das Lambda umdefinieren oder das Define, dass das zu dem Zeitpunkt machen, wo Sie es eintippen. Da kann der schon das kompilieren. Oder Sie könnten eine Routine machen, die heißt Compile File. Die nimmt ein ganzes File, wo lauter Lisp-Definitionen drin sind, kompiliert die durch, generiert den Bytecode und save den Bytecode raus in ein Class-File. Und dann hätten Sie das Prinzip, wie es bei Java läuft. Bei Java ist der Compiler extern, der liest Syntax rein, generiert das Bytecode-File als separates File und die Maschine nachher hat nur noch den Bytecode-Interpreter, weil die gar kein AST mehr braucht. Das heißt, die hat nachher eine Routine, die die Class-Files wieder reinlässt und dann evaluiert. Genau, und wenn Sie den Maschinencode gleich durchgenerieren und in einen File rausschreiben, dann hätten Sie statische Kompilierung. Das heißt, in diesem Framework, das wir uns da gebastelt haben, in unserem Lisp-Interpreter, könnten Sie eigentlich alle diese Schemata ausprobieren und auch mitspielen. Ich würde mir wünschen, wenn Sie jetzt Spaß dran haben, dass das einfach wächst und dass Sie da immer wieder mal hingehen und mal wieder ein paar Features einbauen und die nächsten paar Jahre vielleicht Spaß dran haben. So, das war es jetzt mal mit Scheme und jetzt kommen noch ein paar Now for something completely different, sozusagen. Die Problematik nochmal, die möchte ich nochmal kurz ansprechen, weil die auch wichtig ist eigentlich. Und zwar jetzt nochmal zurück, ganz den Bogen zu spannen. Sie erinnern sich, die Objekte, die wir damals definiert hatten, es passt jetzt nicht ganz thematisch rein, es ist jetzt ein ganz großer Bruch, aber ich möchte das trotzdem nochmal gesagt haben. Sie erinnern sich an unsere Objekte, die wir mit dieser Lookup-Funktion gemacht hatten. Wir hatten im Prinzip einen Closure mit define irgendwie make rectangle. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, make rectangle aus der ersten Vorlesung, wo wir gesagt haben mit, was weiß ich, x, y, w und h. Und dann haben wir hier innere Funktionen definiert, setter, setx und getter, getx und was weiß ich, area-Funktionen. Und am Schluss hatten wir eine Lookup-Funktion definiert, die ein Argument kriegt. Jetzt muss ich eine andere Farbe nehmen, weil das funktioniert nicht. Eine Lookup-Funktion, die ein Argument kriegt, ein Selektor oder sprich einen Namen und die mir dann eine von diesen Funktionen zurückgeliefert hat. Also die hat dann gesagt, zum Beispiel liefere getX zurück, wenn der Name getX war. Und die Closure oder diese Funktion makeRectangle hat am Schluss die Lookup zurückgeliefert. Und die Motivation war, Objektorientierung dafür zu machen. Das heißt, wir haben am Schluss eine Funktion, wir haben eine Closure, die über diese Variablen hier wacht. Ich kann von außen nicht ran, ich kann nur dieses Ding, wenn ich es aufrufe, kriege ich die Lookup-Funktion zurück und kann die Lookup-Funktion ihrerseits wieder sagen, gib mir mal bitte schön eine Set-Funktion von dir innen raus und dann kann ich die aufrufen, damit ich da drin was setten kann. Das heißt, es ist komplett gekapselt. Ich habe überhaupt keine, also Objekt, eine Objektorientierung.
Und das, so würde man das in Lisp bzw. in Scheme implementieren. Und die tatsächliche Implementierung in Java oder in Smalltalk oder in eigentlich allen objektorientierten Systemen ist eigentlich ganz ähnlich, wenn man sich nachher das Memory anguckt, wie so eine Closure aussieht, wissen Sie ja inzwischen auch. Die Closure ist im Prinzip nichts anderes als eine Referenz auf die lokalen Daten da drin. Also sprich, wir haben eine Closure und die hat eine Funktion fn und die hat die Locals über dieses bp, das ist quasi das Frame. Und das Frame, in dem Frame, da steckt ja genau das x, das y und das z drin und das w und h in dem Fall. Und die Funktion, die ich zurückliefere, das wäre die Lookup-Funktion, die Funktion, die ihrerseits, wenn sie aufgerufen wird, kriegt als Argument ja dieses Home-BP, was eigentlich ein Argument ist, das ist ja dieses Ding. Und über das Home-BP kommt sie da wieder ran. Mit anderen Worten, wenn Sie sich das jetzt mal überlegen, in Java oder in Smalltalk, in Java und Smalltalk haben Sie ein Objekt, und das Objekt hat eine bestimmte Klasse, und es hat hier sein Local State x, y, z. Und in der Class, wie das genau organisiert ist, lassen wir mal noch offen, aber auf jeden Fall gibt es hier hinten eine Funktion, zum Beispiel ein Setter, und der erwartet als erstes Argument ein Self und dann zusätzliche Argumente, das wäre irgendwie ein F, und das Self ist im Prinzip wieder die Referenz auf das, und siehe da, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, die Closure entspricht unserem Self. Die Function mit einem Argument Self, das ist meistens implizit, Sie brauchen es oft nicht schreiben, zum Beispiel in JavaScript können Sie einfach nur Foo schreiben, aber da trotzdem übergibt er das Self trotzdem implizit als Argument mit, ist unser Home-BP, was hier in der Closure drin ist. So, das Einzige, was jetzt der Unterschied ist hier zwischen den Zweien, ist, dass wir hier in der Closure die Möglichkeit haben, das Self auch nochmal mit reinzupacken, wohingegen es hier dann als zusätzliches Argument meistens von vorne reinkommt. Also this.x entspricht hier einem Call. Das heißt, man hat es hier nochmal getrennt. Aber im Prinzip ist es ganz ähnlich. Und die Problematik, die wir jetzt, oder der Unterschied, den wir jetzt haben, ist folgender. Hier bei Lisp hatten wir unsere Funktionen immer direkt referenziert. Also wir hatten direkt eine Referenz auf die Funktion oder die Closure, die wir aufrufen. Kann auch über eine globale Variable sein, also wenn man hier def make rectangle hat und man sagt dann make rectangle, geht es eine Indirektion über die Variable. Hier ist es so, dass die Funktion immer beim Objektorientierten immer über den Lookup geht. Also bei uns hier war der Lookup was Optionales, was man quasi auf der User-Level implementiert hat und wir konnten trotzdem auf den funktionalen Level gehen. Hier bei Java, bei Smalltalk, hat man die Möglichkeit eigentlich nicht. Indirekt hat man sie manchmal schon, aber im Smalltalk zumindest. Aber im Normalfall geht man immer über die Class. Und wie funktioniert das jetzt? Also jetzt machen wir mal die Struktur auf. Genauer, und zwar im Detail. Jetzt mache ich erstmal die Smalltalk-Struktur, weil die ist nämlich vollständiger als die bei Java. Bei Java wurde schon ein bisschen was wegoptimiert und bei C++ wird noch viel mehr wegoptimiert. Also ich habe zum Beispiel ein Objekt, falsche Farbe wieder, ich habe zum Beispiel hier ein Objekt vom Typ Rectangle. In Smalltalk, Rectangle, gucken wir mal kurz rein. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt, ganz am Anfang, als ich Smalltalk eingeführt habe. Die X-Launcher, Klasse, Suche, Rectangle. Und also zunächst einmal sieht man, dass die erbt, und zwar die erbt von Geometrik, was seinerweise jetzt wieder von Objekt erbt. Und dann sieht man, dass sie hier vier Private-Variablen hat, Left, Top, Width und Height. Also, das wäre jetzt mal eine Instanz, wenn ich mir jetzt eine von diesen Instanzen angucke, das heißt, ich sage Rectangle, New Rectangle, Rectangle New hier in dem Fall, in Smalltalk so rum, Inspect, dann sieht man, kann ich hier reingucken in das Objekt. Und gut, das hat hier Left, Top, Width und Height als Privat. Das heißt also, hier gibt es auf jeden Fall ein Left, ein Top, ein W und ein H. Das sind die vier Private Slots. Dann muss das Rectangle wissen, was es ist. Das heißt, es muss haben eine Self-Class. Schauen wir mal, was es ist. Self-Class. Und dann fragen wir das, was bist du? Und das inspizieren wir wieder. Da kriegen wir jetzt wieder einen Inspektor auf. Das ist unser Klassenobjekt. Das heißt, es muss versteckt, und es gibt's, und es ist auch so, dass es das versteckt gibt, hier drin nochmal ein Zusatzslot, der heißt, von welcher Klasse bin ich. Und das referenziert ein Class-Objekt. In Smalltalk ist es ein richtiges Objekt, das heißt, es hat seinerseits wieder ein Class-Slot.
Das ist dann eine Metaklasse. Metaclass. Aber in Java gibt es das so nur in der VM, nicht auf der User-Ebene, kann man es nicht sehen. Und das, was Sie mit Get, mit der Reflection rausholen, ist eigentlich nur ein Mirror. Ja, die Unterscheidung zwischen Mirror und... Okay, vergesst es. Gibt es auch. Also, was hat eine Class? Hier sieht man eine Class und die Class hat hier als erstes mal eine Superklasse drin. Superclass. Also eine Referenz auf eine weitere Klasse. Was steht denn da drin? Aha, da steht Geometrik drin. Und wenn ich das wieder inspiziere, dann komme ich da ein Object raus. Und wenn ich in ein Object wieder reingucke, dann komme ich da bei Nil. Das heißt, das ist jetzt hier eine Kette, die endet mit Nil. Also hier kommt eine Superclass. Und die Superclass hat wieder eine Superclass und die endet dann irgendwann mal bei Nil, da gibt es keine Superklasse mehr. Das ist quasi meine Hierarchie, meine Inheritance. Gehen wir wieder zurück. Object und noch eins zurück. Noch eins zurück wieder hier. Bei Self, was bin ich jetzt? Ah ja, Rectangle, da oben sagt das ja. Okay, das Flex ignorieren wir, das wird irgendwas von der VM sein. Vermutlich ist es sowas wie unsere, Sie erinnern sich mit diesen Referenz, was wir auch gebraucht haben für die Framepointer, sowas braucht die VM auch. Oder irgendwelche Garbage Collection Bits, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, interessiert uns jetzt auch nicht so arg. Moment, interessant ist das nächste. Methoden Dictionary, was wird das wohl sein? Das ist eine Dictionary, Doppelklick. Hier ist ein Mapping von Namen zu Methoden, sprich von Namen zu Funktionen. Also hier gibt es eine Methoden-Dictionary, MDict schreibe ich mal hier kurz abkürzend, und das zeigt auf eine Tabelle die Namen, zum Beispiel Plus, assoziiert mit einer Methode, Method. Was immer das ist, werden wir nachher sehen, Minus und so weiter. Sprich für jede Funktion, für jede Operation, die dieses Rectangle direkt versteht, ist hier ein Eintrag drin. Und gehen wir zurück, was gibt es sonst noch? Das vergessen wir mal, Instsize 4, das wird wahrscheinlich von der Klasse sein, dass sie weiß, wenn sie neue Instanzen anzulegen hat, wie viele Slots die hat. Das sind nämlich genau die 4. Inst war es, da steht drin, wie die Slots heißen. Das scheint mir also alles so ein bisschen Meta-Reflection-Information sein, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen zum Laufzeit. Und die brauchen wir auch tatsächlich nicht zur Laufzeit. Alles, was da unten kommt, ist eigentlich nur für den Debugger oder für den Browser oder für andere Sachen notwendig. Klassen war ja Kategorie, das ist für diese Einteilung. Subklassen, das ist wahrscheinlich, damit er schnell findet, wer davon ableitet. Class-File-Name, das wird dafür da sein, dass er weiß, in welchem File das gespeichert wurde. Und Package, das ist, in welchem Paket das liegt, das kennen Sie von Java ja auch, mit Java lang und so weiter. Das ist also alles nur Logistik. Wirklich wichtig ist nur Methoden-Dictionary für uns jetzt und Superclass. Und was passiert jetzt, wenn ich also diesem Objekt, angenommen, das wäre jetzt mein R, also ich sage, ich mache ein neues Rechteck und nenne das mal R. Tun wir das mal, wo habe ich mein, da, neues Fenster. Und sage R Doppelpunkt gleich Rectangle New. Und dann sage ich dem R, addier mal bitte schön 10 auf dich drauf. Na, zunächst mal muss man vielleicht was setzen. Da sagen wir dem Top, wo soll es denn sein? Nee, ich kann sagen Left, soll sein 100. Dann sage ich Top, soll sein auch 100. Dann kann ich sagen, du Rectangle, deine Breite soll sein 50 und deine Höhe, Height, soll sein 200. Also Sie sehen, was das Ding macht, wenn ich das inspekte. Da stehen jetzt die Dinger drin und Rectangles. Und das wird natürlich verwendet für das Ganze. Halt, zurück. Das wollte ich nicht schließen. Hier bin ich drin. Das wird natürlich verwendet hier im Grafiksystem. Also Rectangles kommen hier überall vor, um zum Beispiel so Grenzen von irgendwelchen Icons oder Fenstern oder sonst irgendwas zu markieren und zu halten. Also Rectangle ist sogar eine der Heavy-Used-Klassen in Smalltalk. Okay, also wenn ich jetzt dem R sage, R plus 10, das machen wir jetzt mal, was kommt dann raus? Also das wäre das R, das Original-R, sieht so aus und präsentiert sich eben so, Print. Und wenn ich das jetzt, machen wir da mal einen Kommentar draus, dann kann ich das wieder selektieren. Und wenn ich dem sage, plus 10, was kommt dann zurück? Der versteht kein Flash, klar. Versteht kein Flash. Wenn ich dem plus 10 mache, dann versteht der kein R. Das liegt daran, dass da ein Punkt fehlt. Okay, jetzt aber wirklich Alt B. So, dann kommt ein Rectangle und Sie sehen, was hat er gemacht? Er hat sich um 10 verschoben. Das heißt, das ist quasi eine Translation. Also bei Rectangle versteht Plus.
und macht eine Translation. Sind ja 2D-Objekte. Das ist jetzt schon mal wieder was von Smalltalk spezifisches. In Smalltalk kann ich eben beliebige Operatoren beliebigen Objekten beibringen. Und wie funktioniert das, wenn ich in die Rectangle-Klasse reingucke, in Browser, dann sieht man, dass hier Plus definiert ist. Und immer wenn das Plus kommt, dann kriegt er hier ein Argument und dann sagt er hier, ist das ein Integer, dann macht er was Spezielles. Das ist aber bloß Optimierung. In Wirklichkeit sagt er hier, er liefert ein neues Rectangle zurück und holt aus dem Point das X raus und holt da das Y raus und das war's. Und tatsächlich, wenn es kein Point ist, dann sagt er dem Ding S-Point erst. Das heißt, ich habe dem ja ein Argument 10 mitgegeben, hier wie man sieht, R plus 10. Das heißt, das Erste, was er macht, ist, dass er a Point, was das Argument, das Incoming-Argument da oben ist, dem sagt er S-Point. Jetzt gucken wir, wer versteht ein S-Point und wahrscheinlich wird eine Integer-Implementierung. Da sieht man, Number versteht S-Point und was liefert der zurück? Der liefert einen neuen Point mit Self als XY-Koordinaten. Sprich, und wenn es ein Point ist, halt, das habe ich gerade vergessen, wenn es bereits ein Point ist, Implementierer, Point selber, der liefert sich selber zurück. Damit passt es, damit kann der mit Integer-Argumenten und mit Point-Argumenten umgehen. Das heißt, ich kann sowas sagen, ich kann sagen R plus 10, ich kann aber auch sagen, machen wir das gleiche nochmal, ich kann aber auch sagen R plus Point X 100 und Y minus 20 und wenn ich das dann mache, dann verschiebt er sich in X- und Y-Richtung unterschiedlich, weil eben der Point das vorgibt. Also so funktioniert das im Prinzip, das interessiert uns aber jetzt gerade für dieses Ding. Die Frage ist jetzt, wenn ich so einem Rectangle die Nachricht plus schicke mit einem Argument 10, was egal ist, wie findet er die Methode, wie findet er den Code, den er auszuführen hat? Das heißt, die VM, nein, das lasse ich mal lieber leben, die VM muss irgendwie von dem Rectangle zu diesem Code kommen, hier. Da drin steht ja im Prinzip der Bytecode, so wie wir ihn gerade für Function übersetzt haben in Scheme, so steht er für Java oder für Smalltalk auch drin. Das heißt, er muss hier, das ist mein Receiver, oder ja, Receiver, und er muss jetzt, er hat eine Referenz auf den Receiver und er hat einen Namen, das ist das Plus, und er muss jetzt, er braucht jetzt eine Funktion oder ein Mapping auf eine Methode, die er auszuführen hat, das heißt Methode. Receiver plus Funktionsname liefert mir eine Methode und die führe ich dann auf. Und Sie erinnern sich, das war hier genau das Gleiche. Der Receiver war unser MakeRectangleClosure-Objekt und den Methodenname haben wir den gegeben und dann haben wir zurückgekriegt eine Funktion, die das ausführt. Und so ähnlich wollen wir das hier auch machen. Nur, was haben wir hier gemacht? Hier haben wir den Funktionsnamen, den wir gekriegt haben, einfach sequenziell durchverglichen. Wir haben gesagt, ist es das, ist es das, ist es das, ist es das? Und haben dann jeweils eine von diesen Funktionen zurückgeliefert. Das können wir hier genauso machen. Wir können natürlich sagen, okay, ich kann das Ding nach seiner Klasse fragen, da muss ich einfach hier die Referenz nachgehen, da bin ich bei der Klasse. Dann kann ich die Klasse nach ihrer Methoden-Dictionary fragen, da bin ich hier. Und dann mache ich genau das Gleiche, ist es das, ist es das, ist es das, ist es das. Und dann liefere ich die Methode zurück. Okay, jetzt kann man sagen, ja prima, funktioniert, es wird auch funktionieren. Jetzt kann man nämlich nur weitergehen, man kann sagen, wenn es hier drin nicht ist, dann gehe ich die Superklasse hoch, die hat ja wieder so eine Tabelle und suche die durch. Oder wenn es da nicht gefunden ist, gehe ich die Super-Superklasse, solange bis ich bei Nil ankomme, dann weiß ich, der versteht es nicht, gibt es nicht. Wenn ich es irgendwo gefunden habe, habe ich die Inheritance, also die Vererbung, damit implementiert. Und genauso funktioniert es auch. Nur ist das schweinisch langsam. Ist ja klar, kann man sich vorstellen, wenn ich für jede Addition von zwei Zahlen hier erst einmal die Kette durchgehen muss und vor allem hier durchsuchen, vielleicht weitersuchen, wenn es irgendwo her inherited wird, von weiter oben, dann kann man sich vorstellen, dass die Addition von zwei Zahlen nachher 3000 Instruktionen braucht, allein um das zu durchsuchen, bis ich an die Funktion komme. Also das will kein Mensch machen, das ist furchtbar langsam. Wobei es welche gibt, die das machen. Also, so, der erste Schritt, den man machen will, ist, dass man sagt, ja, eigentlich brauche ich doch bloß ein Mapping von nicht mal Objekt, bei JavaScript-Objekt, das macht es ein bisschen komplizierter, bei Smalltalk von Klasse. Das heißt, wenn ich zwei Rectangles habe, noch ein zweites Rectangle 2, dann hat es ja die gleiche Klassenreferenz, hat halt hier anderen State drin, aber im Prinzip brauche ich nur in Smalltalk ein Mapping von Klasse plus Name zur Methode. Okay, in JavaScript eigentlich von Objekt plus Name, weil in JavaScript kann jedes einzelne Objekt neue Tricks lernen. In JavaScript ist nämlich diese Methoden-Dictionary konzeptionell, ich erkläre gleich, wie man das optimieren kann,
konzeptionell hier unten dran. Das heißt, jeder hat seine eigenen. Und dann müsste ich hier durchsuchen. Die machen aber einen Trick, die schnellen VMs machen es genauso wie in Smalltalk, und wir haben das auch schon vor ein paar Jahren mal gemacht, in einem experimentellen JavaScript-Interpreter. Man generiert einfach für alle Objekte, die die gleichen Slots haben, Pseudoklassen, virtuelle. Die sieht man zwar nicht, aber man macht sowas, und dann kann man auch wieder Klassen plus Name mappen. Und während ich neue Slots dazu bringe einem Objekt, wandere ich von einer Klasse zur nächsten. Kriegt er eine andere Klasse quasi, intern. Wenn man dann weiß, was er schon hat. Und dann kann ich ein Mapping machen von einer konstanten Klasse plus Selektor auf eine Methode. Und wenn die konstant sind, wenn der Selektor konstant ist und die Klasse konstant ist, dann kann ich mir das Mapping cachen. Und das ist das Erste, was man macht. Also das Erste ist, dass man sagt, ich habe einen Cache und in dem Cache lege ich ab Class, Selektor, Methode in solchen Tupels und sage, also wenn ich Rektangel habe und ich habe einen Plus-Selektor, dann lande ich bei der Methode hier. Und wenn ich einen Rektangel habe und habe einen Minus-Selektor, dann lande ich bei der Methode dort. Und wenn ich einen Float habe, Float, und habe einen Plus-Selektor, dann lande ich in der Methode. Und das Erste, was ich dann also mache, wenn ich ein Message Send mache, ist, ich sage, ich bilde einen schönen Hash, bestehend aus Class und Selektor, damit ich hier rein indizieren kann. Und muss halt hier irgendwie Hash-Kollisionen auflösen, das ist klassisches Informatikwissen. Also irgendwie halt entweder Hash-Buckets machen oder hier drin rehashen. Und dann kann ich, wenn der Hash relativ gut ist, mit einem Zugriff bin ich dann dort, muss natürlich gucken, ob es auch die richtige ist, das heißt, ich muss nochmal die vergleichen, weil ich könnte ja eine Hash-Kollision erwischt haben, dann bin ich bei der Methode und kann da hinspringen. So, und wenn ich die Tabelle relativ gut mache, meinen Hash relativ gut mache, dann komme ich vielleicht mit 5, 6 Instruktionen, bin ich dann dort. Das ist schon mal viel besser als die 3000 durchsuchen. Ich muss nur eins beachten, wenn ich hier oben irgendwas ändere, sprich wenn hier die Plusfunktion modifiziert wird, muss ich meine Caches flushen, also zumindest selektiv flushen. Ich muss die Einträge, die für Rectangle und Plus waren, dann ändern, wenn ich im System hier was ändere. Jetzt gibt es viele Programmiersprachen, wo ich das gar nicht kann, weil da wird kompiliert und dann laufen gelassen und dann sind die Caches im Prinzip statisch. Tatsächlich kann ich die Caches sogar zur Compile-Zeit schon anlegen, bei manchen Sprachen. Bei C++, das macht er nämlich. Die heißen dort V-Tables im Grunde genommen und sind dort zur Compile-Zeit schon angelegt, weil man sowieso nichts mehr ändern kann zur Laufzeit. Bei Java ist es so, dass ich wenigstens noch Klassen nachladen kann. Bei Smalltalk kann ich eigentlich alles ändern. Aber auch bei Java ist es so, dass ich eine existierende Klasse, wenn sie mal da ist, nicht ändern kann. Ich kann bloß neue Klassen reinladen, Subklassen, aber eine existierende kann ich nicht einzelne Methoden austauschen zur Laufzeit. Also zumindest vom Basissystem. Natürlich kann das die VM innen drin, weil das ja ein Self-VM ist und die kann das. Und deswegen kann man damit eine nette IDE für Eclipse bauen, die das dann doch kann. Aber von der eigentlichen Konzept, von der Sprachdefinition kann man es eigentlich nicht. Und viele VMs können es auch nicht. So, jetzt gibt es aber noch einen Trick und das ist das, was ich Ihnen noch beibringen wollte. Der macht nachher am Schluss ein Message Send so schnell wie einen indirekten Function Call. Und das wollte ich Ihnen noch mitgeben als allerletztes auf dem Weg, weil das auch wieder so ein Aha-Erlebnis ist wie bei Garbage Collection. Bei Garbage Collection hat man auch am Anfang gedacht, das ist eigentlich Schrott. Jetzt weiß man, dass es so schnell ist wie Stack Allocation bei einem guten Garbage Collector. Hier ist es auch so, da denkt man zunächst einmal, oh, diese ganze Senderei und diese Virtual Functions, das ist auch Schrott, das macht alles langsam. Nein, es gibt einen Trick und der funktioniert folgendermaßen. Mit diesem Cache kommt man schon relativ weit, aber nicht hundertprozentig arg weit. Der eigentliche Trick ist der, dass man sich mal überlegt, wie sieht denn eigentlich typischer Code aus, der irgendwas mit einem Rechteck macht. Also wenn ich hier jetzt einen Code habe, irgendeine Funktion f, und die sagt hier, was weiß ich, Rectangle Area. Und dann geht es wieder weiter. Und das R gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder hat er das R vorher selber angelegt, dann sagt der R ist Rectangle New. Sorry für meine Schrift. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn diese Funktion 10.000 Mal ausgeführt wird, ist es jedes Mal ein Rechteck. Jedes Mal. Also das wäre mal ein super Fall. Da könnte man gleich sagen, ja, okay, also ich weiß es jetzt vielleicht vorher nicht, aber spätestens wenn das Ding einmal durchlaufen ist, ist das nächste Mal wieder Rechteck. Das ist natürlich nicht garantiert, weil in Smalltalk könnt ihr hier einen Breakpoint einbauen oder einen Haltepunkt setzen. Dann könnt ihr im Debugger sagen, jetzt setze ich das R mal plötzlich auf den Kreis und lasse ihn weiterlaufen, mal gucken, was passiert. Und dann wäre es hier unten drauf ein Kreis und kein Rektangel mehr.
Das geht jetzt in Smalltalk, deswegen muss man da noch ein bisschen mehr mit Cache-Flushing machen. Aber in den meisten Sprachen geht es nicht. Und da kann man eigentlich relativ sicher sein. Das heißt, man könnte zum Beispiel schon statisch analysieren, dass es ein Rechtenkel sein muss an der Stelle. Das weiß ich deswegen bei manchen Sprachen immer noch nicht, was das Rechtenkel kann. Weil das Rechtenkel könnte seinerseits ja wiederum dynamisch modifiziert werden zu jedem Zeitpunkt. Also wenn das wieder eine Sprache ist, wo ich ein Rechtenkel nicht mehr ändern kann, wie Java, mache ich mir es auch wieder leichter, weil da kann ich sowas dann statisch schon alles analysieren und kann mir das merken. So, wenn es aber alles dynamisch, der zweite Fall ist der, dass, da kommt ein Argument rein, f von r, und ich mache hier was und sage r area. Da ist es so, dass es auch selbst in polymorphen Programmen so ist, dass in den meisten Fällen das dann jedes Mal wieder das Gleiche ist. Also vielleicht ist es mal ein Kreis, vielleicht ist es mal ein Rechtenkel, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn es einmal ein Rechteck war, dass es das nächste Mal wieder ein Rechtenkel ist. Weil wenn er da, was macht er da an der Stelle? Zum Beispiel rechnet er irgendwie die Fläche aus von irgendeinem Füllbereich oder sowas. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Rechteck. Es gibt natürlich auch Zeichenprogramme, wo jetzt das einmal ein Polygon ist und einmal ein Kreis und einmal ein Rechteck oder sowas, so Draw-Mac-Draw-Programm oder sowas in der Art. Da wäre es wahrscheinlich polymorph. Aber das sind eher die Ausnahmen. Wenn ich so mein Programm gucke, stellt man tatsächlich fest, wenn man da so einen Counter reinmacht, dass es um die 98% sogar immer der gleiche ist. 97, 98%. Es hängt vom Programm ab. Es gibt natürlich Ausreißer, aber so im Allgemeinen ist es relativ hoch. Und da gibt es jetzt einen Trick und der nennt sich Inline-Cache und der funktioniert folgendermaßen. Der sagt, ich habe einen Slot und in dem Slot steht drin die Funktion, wo ich das letzte Mal war. Das heißt, da schreibe ich jetzt rein, beim ersten Mal, vergessen wir mal, wie es initialisiert wird, kommen wir gleich darauf zurück, aber jetzt nehmen wir mal eins, wäre so initialisiert und da würde jetzt quasi die Rectangle-Methode drinstehen. Rectangle-Methode. So. Und hier an der Stelle mache ich einen Jump, also der Compiler generiert quasi einen Jump indirekt diesen Slot. Und nehmen wir mal an, da wäre jetzt also quasi die Rectangle-Methode für Area. Keine Frage, wenn das ein Rectangle war und immer ein Rectangle ist, bin ich da gleich richtig, oder? Stimmt, soweit, kein Thema. Das heißt, ich kann dann hier meinen normalen Code machen, der macht einen Return, landet wieder da und funktioniert alles prima. Nun gut, wenn ich beim ersten Mal noch nicht weiß, wer ich bin, dann wäre es vielleicht gut, ich würde hier initial vielleicht mal einen Pointer setzen auf eine Lookup-Routine, die zunächst einmal das Ding als Argument kriegt, also die kriegt das Plus und die kriegt die Klasse von dem Receiver, also Class von R. Und außerdem kriegt sie eine Referenz auf den Slot, also eine Ref auf den, ich nenne es mal Inline-Cache. Also Ref auf Inline-Cache ist ein Pointer auf das Ding. So, also mache ich hier folgendes, ich rufe auf in C, ich schreibe es mal in C hin, also das würde ich sagen indirekt IL Inline-Cache, rufe ich auf und ich gebe natürlich die normalen Argumente hier auch mit, also Self und die Argumente, falls es noch irgendwelche gibt, aber ich gebe zusätzlich noch mit die Klasse vom Receiver, CLS von R, und ich gebe mit die Adresse von dem Slot, über den ich reingesprungen bin, also Adresse von dem ILC. Zwei Hidden-Argumente, das kann man in Registern machen oder so. Tatsächlich kann man sich die auch noch sparen, aber das ist ein super Trick. Nur fürs Verständnis jetzt erst einmal. Also ich springe da rein und dann lande ich in der Lookup-Routine und die Lookup-Routine weiß jetzt, ich soll jetzt mal irgendwie suchen, wegen mir über den Cache oder sogar langsam, indem ich es durchsuche, was die Klasse R mit Plus machen würde, was wäre die Methode. Und ich kriege aber die Referenz auf den Slot, über den ich reingekommen bin, als Argument mit. Das heißt, wenn die das dann gefunden hat, die macht hier also die Suche, und dann sagt sie, okay, jetzt patche ich den Slot mit der Funktion, die ich gefunden habe. Das heißt, er sagt am Schluss indirekt ILC ist gleich die Funktion, die M, die Methode. Okay, und dann sagt er am Schluss, okay, ich rufe die Methode gleich auf, Return Methode, Method, so, und die ruft er auf. Das heißt, er sucht die Methode, er macht einen Lookup, er findet die Rectangle Plus Methode oder Area Methode, ruft sie am Schluss auf, aber als Seiteneffekt hat er den Slot so modifiziert, dass wenn er das nächste Mal hier vorbeikommt, er gleich darüber springt. Das heißt, ich nehme also einen Slot, den ich initialisiere mit der Lookup Methode und sorge dafür, dass wenn die aufgerufen wird, dass sie
erstens einmal natürlich den Lookup macht, das Ding aufruft und als Seiteneffekt den Slot überschreibt, sodass ich beim nächsten Call gar nicht mehr in Lookup lande, sondern gleich in dem, wo ich das letzte Mal war. Das heißt, das funktioniert dann in allen Fällen wunderbar. Prima, super, ich bin sofort drin mit einer Interaktion. Es ist eigentlich wie ein Function Call über eine Zelle. Und wenn die im Cache nachher sitzt, geht es sogar super schnell. Nur das eine Problem habe ich jetzt, wenn es jetzt halt, und wenn es jetzt immer wieder ein Rectangle ist, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja? Bloß wenn jetzt halt das in dem 1% der Fälle oder 2% der Fälle hier mal kein Rectangle ankommt, sondern ein Circle oder ein Polygon, dann würde ich natürlich gerne in der Polygon-Area-Routine landen und nicht in der Rectangle-Area. Das heißt, ich lande hier manchmal falsch. Richtig? Also immer dann, wenn ich dann doch, wenn ich polymorph werde. Also dieser Cache, der sorgt dafür, dass nicht polymorphe Calls super schnell sind, aber im polymorphen Fall landet er aus Versehen in der falschen. Das heißt, ich muss als erstes hier in der Methode prüfen, ob der Receiver, ob das Self, das kriege ich als Argument mit, ob das Self, if Class von Self gleich Rectangle ist. Weil ich weiß ja, ich bin die Rectangle-Methode. Das kann der Compiler generieren. Und wenn das nicht gleich ist, also wenn ungleich, was muss er dann machen? Dann ruft er wieder Lookup auf mit der RefELC, weil das kriegt er ja auch. Das heißt, der muss ja, die Function-Signatur muss ja die gleiche sein wie die. Das heißt, der kriegt als erstes Argument auch den Selector, der kriegt als erstes Argument die Klasse des Receivers und der kriegt den Slot, über den er reinkam, als Argument, zusätzlich zu den anderen Argumenten. Also diese Rectangle-Area-Methode hat ein paar Hidden-Argumente mehr, zusätzlich zu Self und den wirklichen Argumenten. Aber auf jeden Fall ist hier der Inline-Cache auch da drin, der Pointer auf den Inline-Cache, weil den hat er ja mitgekriegt, der hat ja das gleiche Signatur. Das heißt, der kann am Schluss dann hier auch sagen, ups, ich bin falschlicherweise aufgerufen worden, jetzt muss ich halt doch in Gottes Namen den Lookup nochmal aufrufen. Ich gebe ihm aber trotzdem den Slot mit, sodass der dann gleich wieder hinterlegen kann fürs nächste Mal, dass er richtig landet. Das heißt, der sagt dann als erstes Return Lookup wieder, Lookup und übergibt seine Argumente inklusive den Inline-Cache. Das heißt, wenn ich jetzt nach 99 Calls mal fälschlicherweise in Rectangle Area gelandet bin, obwohl das R eigentlich jetzt ein Circle war, dann würde der das hier feststellen, würde dann den Lookup nochmal aufrufen. Der Lookup würde feststellen, würde jetzt die Circle-Routine finden, ist ja klar. Und würde dann aber auch in diesen Slot wieder die Circle-Routine ablegen. Das heißt, wenn er das nächste Mal reinkommt und es ist wieder ein Circle, würde er wieder richtig liegen. Wenn es aber wieder ein Rectangle wäre, hätte er gleich nochmal ein Miss. Das heißt, diese Art von Lookup-Cache, Inline-Cache, die optimiert den Fall, dass ich in einem großen Prozentsatz, sagen wir mal ab 80-90%, was der Realität entspricht, ich monomorphe Calls habe an einer Call-Seite, also einer bestimmten Call-Position. Wenn da immer wieder die gleiche Klasse vorbeikommt, dann reduziert der den ganzen Methoden-Lookup auf einen indirekten Function-Call. So, nur in, sagen wir mal, zwischen 20 und 10, es gibt natürlich immer pathologische Fälle, also es gibt so Fälle, wenn ich zum Beispiel sage, Object Memory all Objects Do. Da enumeriert er jedes Objekt im Memory und die liegen dann so, wie sie im Memory liegen und dann macht er mit jedem was im Smalltalk. Da habe ich da 50% Missrate. Trotzdem habe ich noch immer nur 50% Hitrate, weil manchmal liegen zwei Floats hintereinander zufällig oder ist häufig so, dass gleiche Objekttypen miteinander allokiert werden, wenn ich zum Beispiel Bäume aufbaue oder sowas. Und der Garbage Collector, der Scavenger, kann sogar dafür sorgen, dass die hintereinander liegen für solche Fälle oder in der Nähe liegen. Das heißt, ich habe da trotzdem noch ganz gute Raten, aber der Worst Case ist zum Beispiel folgender, das kann ich mal zeigen. Ich lege ein Array an, also wenn ich jetzt ein Array anlege, wo lauter Integers drin sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und ich sage hier Do, und dann sage ich, kriege ich hier ein Each-Argument, und jetzt sage ich Each Print, dann ist es so, dass im Grunde genommen beim ersten Mal ich einen Miss kriege, da lande ich für das erste 1, lande ich hier bei diesem Call Each Print, hier in der Lookup-Routine, die wird dann sagen, aha, hier ist die Print-Routine für Integers, das lege ich dir ab. Das heißt, die nächsten sieben Calls, die würden alle sofort in die Print-Routine gehen. Die Print-Routine stellt fest, aha, das passt, das ist eine Small Integer, was ich gekriegt habe und wird weiterlaufen. Also sprich, fairerweise muss man sagen, ein Methoden-Call wird reduziert auf einen Indirect-Function-Call plus ein Compare. Und der Compare, würde ich sagen, der hat, wenn man den richtig organisiert, auch wieder so, dass der Code durchfällt im Normalfall und für die ganze Pipeline sorgt, dass da nicht viel passiert, der hat ja auch eine gute Prediction-Rate, weil der Compare wird natürlich jedes Mal durchlaufen
Aber auch wieder in 90% der Fälle oder genau in den Fällen, wo er passt, ist natürlich die Branch Prediction richtig, weil das die gleiche ist wie beim letzten Mal. So, also, aber was ist der Worst Case für den, wenn ich sowas mache? Hier habe ich eine Integer, dann habe ich eine Float, dann habe ich wieder eine Integer, dann habe ich eine Float, dann habe ich eine Integer, wieder eine Float und wieder eine Integer, eine Float. Nun gut, können wir sagen, das geht ja in Java überhaupt gar nicht, aber bei mir geht's. Das heißt, hier habe ich nachher so, dass ich nach dem ersten Call habe ich hier einen Integer-Print in meinem Slot, springe in die Integer-Print, ich sage, ups, scheiße, ich bin ja gar keine Float, ruft Lookup, geht wieder zurück, beim nächsten Mal sagt er wieder, ups, ich bin keine Float, ich muss in Integer, das heißt, da habe ich eigentlich wirklich den Worst Case. Und dafür gibt es sogar noch einen Trick das in Smalltalk und das nennt sich Polymorph Inline Cache. Also das ist der Inline Cache und dann gibt es noch einen Poly Inline Cache. Achso, übrigens noch was, was ich noch sagen wollte, das hier ist ein indirekter Inline Cache. Indirekt heißt, der springt indirekt über sowas. Tatsächlich könnte ich sogar, und das machen die meisten Systeme, die Instruktion selber patchen. Weil die meisten Maschinen haben eine Call-Instruktion, wo hier hinten eine Adresse kommt. Ja? Und beim Callee, der Call-Instruktion, die Call-Maschinen-Instruktion pusht mir ja die Adresse der nächsten Instruktion, das ist das da. Das heißt, der Callee, der Lookup, kann über die Return-Adresse sehen, was war der Inline-Cache-Slot, das ist das, und kann direkt die Instruktion patchen in Memory. Dann brauche ich nicht mal mehr die Indirektion. Ich muss allerdings dafür sorgen, dass meine Caches, falls da irgendwelche Instruction-Caches und so weiter in der Maschine sind, dass die richtig geflasht werden. Also das wäre dann der direkte Inline-Cache und das wäre der indirekte Inline-Cache. Den macht man, wenn man den Code modifizieren kann. Den macht man, wenn man es nicht kann. Also es erlauben nicht alle Betriebssysteme, dass ich Memory allokiere und den execute und trotzdem noch modifiziere. Ja? Wobei das ja eh gecheaterter Code ist, also das ist Code, den der Cheater, den der dynamische Compiler generiert hat. Insofern ist es normalerweise kein Problem, das so zu machen. Also die machen das so, die Systeme. So, jetzt der Polymorph Inline Cache, der sagt Folgendes, wenn ich hier fehle, dann ruft er nicht den Lookup auf, sondern er ruft den Lookup auf und sagt, du Lookup, aber generier nochmal Code danach. Und der legt dann hier Code rein in ein Stück, das er dynamisch generiert, wo er sagt, compare mit A, klasse, dann springe jump nach Code für A, compare mit B, dann jump nach Code B. Und diese Sequenz, das heißt, da hat er quasi generiert er dynamisch Code für die letzten paar Fälle. Und da macht er eine LRU-Strategie draus. Das heißt, normalerweise, bei mir sind es jetzt 20, 27, glaube ich, weil ich das immer in 9er-Pakete anpacke. Was wieder Grund hat, dass es Vielfache von irgendeiner Zweierpotenz sind und dann habe ich noch einen Header braucht und deswegen sind es irgendwie so krumme Zahlen. Aber der hat auf jeden Fall, der merkt sich die letzten 27 die polymorphen Dinge und generiert da einen Code, in den er reinspringt, der die zyklisch dann durchprobiert mit einfachen Compares. Das heißt, da spart er sich dann für so einen Fall. Das ist natürlich immer noch zwei, drei Instruktionen mehr als dieser direkte Inline-Cache, weil er erstmal hier hinspringt und dann macht er da den Compare, failed, compared, kommt hin und macht einen Jump. Das heißt, er hat hier dann 4, 5 Instruktionen statt einer. Aber für so mittelpolymorphe Sachen funktioniert das auch sehr gut. Was halt gar nicht funktioniert, ist, wenn ich sage, Object Memory, all objects do. Der geht einfach sequenziell durch alle durch und sagt each print. Also wie gesagt, viele Systeme, da geht es überhaupt gar nicht. Hier geht es. Und da würde natürlich sowohl der Inline-Cache als auch der polymorphe Inline-Cache, es sei denn, es kommen Cluster von Objekten zufällig hintereinander, die innerhalb dieser, wobei einer der beiden zuschlägt, aber im Allgemeinen sind sie so verstrubbelt, dass er dann im Prinzip hier der Lookup erstmal wieder zurückgeht auf den. Und dass er selbst in dem dann bloß nur 30% oder 40% Hitrate hat, je nachdem, wie groß man den hat. Also das ist der Worst Case für ihn. Das wäre jetzt so ein pathologischer Fall. Also das macht man als normaler Programmierer nicht während für normale Programme, sondern das macht man zum Beispiel zum Debuggen jetzt. Wenn ich also schauen will, wie ist meine Klassenverteilung oder also zum Beispiel der hier macht es. Da gibt es hier ein Speicherbelegungsprogramm. Der macht es jetzt und hat jetzt geschwind geguckt, wie viele Methoden sind drin, wie viele Strings und wie viele Arrays und so weiter. Der geht da durch und macht, hat genau das gemacht, all objects do, und zu jedem holt er die Klasse raus und zählt sie dann zusammen. Und dessen Loop hat bestimmt dieses Problem. Sehe ich aber jetzt im Prinzip auch keine Lösung auf die Schnelle. Man könnte sich noch vorstellen, dass man inverse
Also vielleicht muss man noch eins sagen, es könnte noch einen inversen Cache geben, dass man sich merkt, was es nicht ist. Das ist so eine Idee, aber die habe ich noch nicht ausgegoren, vielleicht fällt Ihnen was ein. Und zwar ist das Problem folgendes, wenn man hier in der Kette hochgeht, also alles, was weit oben in Object drin steckt, zum Beispiel, ich habe in Object eine Methode foo und die alle erben die von foo, dann haben beide Caches, alle Caches, die ich jetzt beschrieben habe, haben das Problem, dass wenn ich jetzt über alle Objekte drüber gehe und foo aufrufe, sie ihre Caches kaputt machen und mit Schmutz beschmutzen, füllen, sie aber immer in der gleichen Methode, weil die alle da oben inherited wird. Das heißt, hier wäre es gut, man hätte eigentlich so etwas wie eine Negation. Das heißt, für alle außer, wenn es dann bloß einen oder zwei gibt im ganzen System, die foo redefinieren und ich hätte einen Cache, der sagt, wenn du nicht das bist, dann bitte geh dorthin. Das könnte man sich überlegen in dem Konzept, dass da wird man Branch if not equal und als Fallback, dann, das könnte man da nur einbauen. Habe ich jetzt nicht realisiert. Ich glaube, es gibt meines Wissens kein System auf der Welt, das im Moment macht. Wäre mal interessant, da könnten Sie vielleicht eine kleine Arbeit drüber schreiben, eine Masterabhandlung oder sonst irgendwas, wie man diesen Fall optimieren kann. Doch, das wäre cool. Okay, soweit, jetzt sind wir durch. Ich würde Sie alle jetzt noch auf ein Bier einladen, wenn Sie wollen. Es war schon spät, aber machen wir jetzt noch vielleicht und dann können wir noch ein paar Fragen beantworten. Und Eurovision ist beendet. Ich verabschiede mich von den Zuhörern aus der Schweiz und Österreich und allen anderen und wir gehen jetzt Bier trinken. Tschüss. Bitte?